Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Marbella wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Maxi, es ist zwar schon fast 10 Jahre her, wo du Dynamo Dresden verlassen hast, du warst noch ganz jung, aber hochbegabt. Ist es trotzdem irgendwie was Besonderes, wenn du gegen Dynamo Dresden spielst? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es eine Ehre, auch wieder dagegen zu spielen. Es ist einfach was Schönes einfach. Ich bin sehr verbunden auch. Ich bin öfters im Stadion, wenn die Zeit es zulässt. Und deswegen genieße ich jetzt auch gerade die Momente so. Du bist auch oft in der Nachwuchsakademie, wo dich die Öffentlichkeit gar nicht so erlebt, aber René Schäfer erzählt uns das oft, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Warum machst du das? Warum ist dir das wichtig? Ja, ich muss sagen, ich habe da 3 Jahre Zeit gehabt, mich zu entwickeln und jeder Schritt war für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da bin ich zu dem jetzt gereift, wo ich jetzt bin. Und deswegen sollte man nie vergessen, wo seine Wurzeln sind. Und es ist immer schön, wenn man dann auch bei den kleinen Jungs da vorbeischaut, wie die einfach so sind, wie die schauen. Das ist was Schönes und ich versuche da einfach, wenn ich Zeit habe, was zurückzugeben. Hat ihr am 4. Trainingstag im neuen Jahr letztlich der erste Test und dann gleich gegen einen Bundesligisten, der namhaft besetzt ist, eine unheimliche Qualität hat. Wie fällt dein Fazit vor allem der Anfangsphase der ersten Halbzeit aus? Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Wir hatten sehr, sehr viel Ballkontrolle, obwohl die Wolfsburger versucht haben, uns zu pressen, unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen. Es ist uns eine lange Zeit gut gelungen. Da muss ich sagen, habe ich nicht mehr so viel Spiel vor dem Spiel gesehen, weil ich mich warm gemacht habe. Aber ja, es ist halt bitter, dass wir dann so einen einfachen Fehler wieder machen, der dich in Rückstand geraten lässt. Das zweite habe ich nicht gesehen, kann ich gar nicht beurteilen. Zweite Halbzeit war dann nochmal ein bisschen Aufbäumen. Ich sag mal, Wolfsburg war trotzdem immer gefährlich. Das hat man gemerkt, wenn wir mal daneben gepresst sind und die dann die Räume hatten, war es eklig. Aber ich glaube, wir haben das 2-1 gemacht und hatten dann zum Schluss noch die Chance zum Ausgleich und das wäre vielleicht auch verdient gewesen. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit auch guten Fußball gezeigt, haben auf Augenhöhe auf jeden Fall gespielt, machen 2 dumme Fehler. Ich denke, wir sind erst 3 Tage im Training, klar, das ist keine Ausrede, aber ich denke trotzdem, dass wir 2 super Halbzeiten gespielt haben, auf Augenhöhe waren und das kann uns viel Mut geben. Ja, also die ersten 20 Minuten haben sie einen sehr guten Ball laufen gelassen. Dann zwei individuelle Fehler, die wir dann bestraft haben. Aber nichtsdestotrotz, also gegen St. Pauli war es was anderes, als gegen Dynamo zu spielen, weil gegen Dynamo war es einiges schwerer. Welche Erkenntnisse nimmt man jetzt mit? Wie gesagt, 4. Tag in der Vorbereitung, also noch ganz am Anfang und gleich einen guten Gegner. Kann man Positives rausziehen? Ja, auf jeden Fall, dass viele Abläufe, die wir uns über die letzten Jahre erarbeitet haben, schon drin sind, gut sind. Was mir wieder ein bisschen abhanden gekommen ist, was man aber vielleicht auch nicht zu sehr erwarten darf gegen VfL Wolfsburg, ist noch ein bisschen Torgefährlichkeit. Wir hatten mit Sascha die Chance, wo er, glaube ich, das Ding alleine machen muss, unbedingt. Und wenn ihr dann so kontrolliert spielst und solche Chancen hast, dann ist alles top. Ne? Und ich glaube, da müssen wir trotzdem weiter dran arbeiten, dass wir auch, wenn die Lücken da sind, schnell nach vorne spielen, dass wir das dann nicht zu häufig zu langsam machen. Ist das der einzige Wermutstropfen, dass die Chancen am Ende nicht genutzt wurden zum Ausgleich? Ja, also ich denke, wir haben gut gespielt, haben die Tore nicht gemacht. Und, Entschuldigung, am Ende wäre, denke ich, ein Unentschieden auch gerecht gewesen. Es wäre verdient gewesen, weil wir einfach von Minute zu Minute mit dem Rückstand noch mehr Risiko gegangen sind, noch mehr gepresst haben, um einfach das Ganze zu erzwingen. Du kannst auch das Dritte kriegen. Und deswegen wäre es eine schöne Belohnung gewesen für den Aufwand, aber das bringt uns jetzt trotzdem nicht um. War es für dich was Besonderes? Du bist ein Spieler vom VfL Wolfsburg, der nach Dresden ausgeliehen ist. Mal alte Weggefährten, die Betreuer, den Staff von Wolfsburg wiederzusehen? Ja, natürlich ist es was Besonderes. Ich spiele da 10 Jahre lang Fußball, das ist ganz normal. Ist ja auch für mich ein bisschen Heimat, das ist ganz normal. Aber ich probiere mich einfach hier auf Dynamo zu konzentrieren, hier mein Bestes zu geben, mich hier weiterzuentwickeln und am Ende der Saison wird man sehen, was passiert. Dein Tor ist nach dem Eckball gefallen. Beschreib mal ganz kurz, war nie so ganz ersichtlich, wie du da überhaupt dann beigekommen bist? Eckball rein, relativ getragen und gegen den Wind bleibt so ein bisschen stehen. Ball hat einen Kopfball, wo ich das Gefühl habe, das gewinnt er, weil er einfach größer und besser ist. Der kriegt natürlich keinen Druck drauf, weil der Ball steht in der Luft und ich stehe so am 5-Meter-Raum und mit dem Rücken zum Tor und er köpft genau in meine Richtung. Ich lasse ihn vor die Brust tropfen und spitze ihn dann irgendwie unter die Latte drunter. Gefühlt stand ich 2 Meter am Abseits, aber keine Ahnung. Du verfolgst Dynamo auch intensiv, zumindest wenn ich das so heraushöre. Was traust du der Mannschaft zu, die ja nie so eine ganz so eine einfache Hinrunde hatte?
Ja gut, ist ja ein altbekannter Spruch, die zweite Saison ist immer schwierig, die schwierigere. Ich hoffe es einfach, weil auch die Spielanlage stimmt. Hatten natürlich in den letzten Spielen sehr viel Pech, wie zum Beispiel in Darmstadt, wenn man ja dann drei wunderschöne Tore schießt und dann noch 3-3 spielt, das ist ziemlich bitter auch. Aber ich glaube, die letzten Spiele haben einfach gezeigt, dass die Formkurve stimmt, speziell im Derby-Sieg gegen Aue und ich glaube, darauf lässt sich natürlich auch aufbauen. Maxi, herzlichen Dank und viel Erfolg für die Zukunft weiterhin. Vielen Dank. Danke dir.